Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 German von mir, Ninjashitendo. Wir sind hier nochmal kurz im Panzer Cup in der 150er Klasse. Da wir da ja Silber geholt haben, haben wir uns jetzt nochmal kurz Gold geholt, beziehungsweise ich kurz, offscreen. Und dadurch haben wir jetzt den Spiegelmodus freigeschaltet. Da habe ich leider die Nachricht schon weggedrückt gehabt. Tut mir leid, ihr seht jetzt hier gespiegelt. Gespiegelt. Ja, jetzt gibt es hier nochmal ordentlich was zu tun. Als ich aufscreen gespielt hat, hatten wir Go-Kart freigeschaltet. Jetzt haben wir nochmal das Turbo-Bike freigeschaltet. Und ich will nochmal mit dem Go-Kart fahren. Na, da haben wir es. So, und dann das hier und das hier. Wunderbar. Und dann geht's wieder los mit dem Pilz-Cup. Und ich bin wieder euer Ninjashitendo. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Wer es aktuell sieht, 2 Tage lang kam jetzt kein Mario Kart 8. Ja, 2 Tage, ne? Oder? Ja. Ja, oder? Aber nur einen Tag. Das ist jetzt auch egal. Ja, jetzt das Ganze nochmal 150 und Spiegel. Ach ja, warum keine Videos kamen? Ich weiß es selbst nicht genau. Ich hatte irgendwie nicht so die Lust aufzunehmen. Manchmal hat man wirklich so, da saßen so Phasen. Aufnehmen. Naja, jetzt sind wir wieder zugekommen. Und dann machen wir mal wieder. Das ist ja auch interessant. Vor Release eines Spiels freut man sich richtig auf dieses Spiel. Und wenn man ein Spiel dann hat, dann spielt man so ein bisschen schön lang dran und irgendwann hört man wieder ein bisschen auf zu spielen. Mach mal eine Pause. Also ich hatte jetzt 2 Tage. Ich weiß es jetzt nicht, ich meine 2 Tage mal gedacht. Pause. Ja. Grund war. Keine Ahnung. Hallo, wie nächstes Lust? Aber ist schon irgendwie interessant. Man hat halt Lust auf Vor-Release, natürlich wie geil das Spiel, ne? Aber wenn man einmal so als Kind und so, na, dann geht so ein bisschen die Lust wieder ein bisschen nach hinten. Schaut sich wieder zurück, das Ganze. Aber gut, jetzt spielen wir ja wieder. Ich meine, es ist ja auch ein schönes Spiel, klar. Ich freue mich auch schon im Sommer. Wir haben ja gerade Sommer. Ich freue mich schon auf die DLC-Packs. Ja, so ein bisschen ist angekündigt worden, dass Mercedes-Benz auch wieder total bescheuert aussieht in einer nicht existierenden Mario Kart-Welt. Super Mario-Welt. Aber hey, muss Nintendo ja wissen. Und ich hoffe natürlich nicht, dass sie noch OP-DLC-Pack anbieten. Alter, wie unfair war der Stachelpanzer jetzt gewesen. So. Ich bin schon echt gespannt drauf, was dann auch so schönes kommen wird, vor allem Cups DLC oder so, wie alles feiern. Vor allem wird das Spiel auch nochmal schön so lang am Leben gehalten dadurch. Ich meine, die wollen jetzt erstmal ein Jahr lang Fettwerbung machen für ihr Spiel. Und ja, dann wird es da sehen. Mit Mercedes-Benz waren die auch nochmal. Die Werbung denn in Japan ist ja ihr neuester Mercedes-Benz Auto. Wurde ja jetzt mit, also das ist halt so ein Super Mario Mensch, ne? Also wieder ein bisschen crazy halt, japanische Werbung halt, ne? weg mit dir. Und ja. Ich glaube, die Leute sowas in Europa machen, wenn nur eine Mercedes-Benz-Werbung. Na egal. Aber ich freue mich schon drauf. Und mal schauen, was noch so Schönes kommt mit dem Spiel. Also, ja. Alles her damit. Solange man nichts Pay to Win hat, ist alles gut. So. Nächste Strecke. Ich freue mich auch gerade schon ein bisschen auf das Spiel hier. Wasserpark, wunderbar. Sieht immer noch schön aus. Wie. Und Luftballons. Wäre noch cooler gewesen, wenn wir noch so da oben auf Wasserballons raufgefahren wären. Wäre bestimmt auch geil. Aber naja. Ist ja nur der Subcoaster. So, und Go. Noch habe ich das Mikrofon ein bisschen näher. Ups, perfekt. So, ja, Spiegel, man kennt es ja von damaligen Mario Kart 10. Ich glaube, es gab das schon damals in der N64 fast so ein Spiegel. Ich sag mal nicht, ne? Oder gab es da schon Spiegel? Mir war gerade nicht sicher, aber ich glaube, bei Mario Kart 64 gab es noch keinen Spiegel. Oder? Ich bin gerade unsicher. Weiß es nicht, oder doch? Weiß es nicht, Leute. Aber ja, Spiegel ist schon irgendwie was Cooles. So werden die Strecken nochmal ein bisschen anders gemacht. Auch weil ich
Was vielleicht auch geil wäre, wenn Strecken, ja gut, dann wäre natürlich viel mehr Aufwand, wenn zum Beispiel Jahreszeiten angepasst wäre, zum Beispiel. Ja, und muss jetzt nicht gerade so Frühling und Herbst und sowas sein, aber zum Beispiel Winter. Obwohl, bei der Strecke wäre es interessant, dann würde da Wasser einfrieren. Obwohl, es gibt ja auch schon eine Winterstrecke. Ja gut, also Jahreszeiten wird wohl nie passieren. Oder Regen. Regen wäre da bestimmt auch was Cooles. So Nässe. Wie bei Formel 1 halt so ein bisschen bei dem Spiel, wo man ja auch alles einstellen kann. Was ich weiß. Ja, das wäre schon irgendwie cool, wenn man so bei Regen fahren würde, so ein bisschen düster und so. Ja, aber Nintendo steht ja mal für freundliche Spiele, also es darf wohl auch kein Regen geben. Obwohl, es gab ja hier bei 3DS Neon Bowser, weiß ich nicht mehr, ne, Neo Cooper, ach, was weiß ich, da gab es ja auch eine Regenstrecke. Die ist ja so. Und in der Game Boy Advance, diese Luigi Pistole, war auch eine Regenstrecke. Tja, aber sonst nicht so. Regen wäre bestimmt auch cool, aber naja, egal. So. Ja, wir sind hier echt gerade gut auf Platz Nummer 1. Ja gut, das kenne ich ja mittlerweile, das Spiel. Damals am Anfang waren wir noch schlecht, da wusste ich noch nicht so viel. Aber jetzt hier geht das wie Butter, das ganze Fahren. Von daher sind wir auch hier wieder Platz Nummer 1. Nur bisher bei Computerspielern, wie es mit echten Spielern später aussehen wird. Ja, das werden wir dann noch sehen. Doch, wir sind ja noch hier in der Spielklasse. So, zuckersüßer Canyon. Oh yeah. Wunderschön. Mit den Lebkuchen, Männern und Frauen. Und den bunten Yoshis. Dann wollen wir mal. Auch eine leichte Strecke, aber man merkt schon irgendwie, was ich mal interessant finde, Spiegel, wirken die Strecken schon wieder komplett anders. Hab ich irgendwie so ein Gefühl. Und was wenn man irgendwie eine komplett neue fahren würde, obwohl es eigentlich die gleiche ist. Also Spiegel hat schon echt einen nicen Touch, muss man sagen. So. Ach ja, gehen wir mal rechts lang, warum nicht? Krieg ich? Nein. Hat zu weit geworfen. Boah, der Toki fährt gerade gar nicht mit seinen Gefühlen. Hallo, hat er weggeworfen, wunderbar. Jetzt hat er mal Wind. Ja, genau, Toadie. Was ist denn mit dir? Oh, nicht mehr hinwerfen. Hinten werfen ist gut. Nicht mehr hinten werfen. Oh, Alter. Das war nicht so geil, aber immer noch Platz 2. Ah, Platz 1 können wir auch noch natürlich nicht bekommen. So, Banane. Oh, das ist Toadie runtergefallen. Das ist echt ein bisschen fies. Dass man da nicht mehr geschützt ist bei diesen langen. What? Bombe. Bei diesen Langflügen. Das ist man ja bei der Kanone, bei Mario Kart 64 und Mario Kart Wii. Das ist man ja, ja. Wie nennt man das? Ne? Oh. Und verwundbar war man gewesen, wenn man in einer Kanone halt lang geflogen ist, weil halt rausgeschossen worden ist. Aber diesmal ist man ja von nichts mehr sicher. Also wenn man laut Schaltpanzer so abkriegt, kann man sich ja damals gut schützen vor. Ist jetzt nicht mehr so der Fall. Das ist natürlich, ja, warum nicht? Nett ist. Manche Situationen vielleicht blöder, aber hey. Hallo, ihr süßen Eishörnchen. So. Wir sind echt gerade nur Platz 2. Oder Platz 1. Ah, werden wir sehen, ob wir es noch werden. So. So, wir sind schwer Platz 1. Mensch. Ich glaube, wir schmeißen den mal weg. Mal gucken, ob wir noch was Cooleres kriegen. Oder eine Münze. Wünsche ich, hätte ihn nicht weggetan. Na, wie das gut ausgeht. What? Hat der die Abkürzung genommen? Ah. Ich glaube, auch Computerfahrer jetzt schlauer sein müssen. Also schon cool, als jetzt Abkürzungen benutzen. Wo manche gehören ja echt fast zur Rennstrecke dazu. Also damals so, zum Beispiel, hier, Double Dash. Da muss man die noch richtig suchen. Ja. Und ich glaube, manche waren auch nicht gewollt gewesen, was man so gefunden hat. Aber naja.
Gut, letztes Rennen hier in den Sternblock-Urin. Dann wollen wir mal. Als Go-Kart ist eigentlich voll cool hier. Also schön schnell. Kann man doch gut lenken. Echt schon cool, ja. Ist auch halt auch leicht, ne? Wie ein Go-Kart halt meist. Ich mag das Go-Kart, das ist auch so ein nettes Auto. Aber mit Bikes bin ich hier bisher noch nicht so wirklich mit lang gefahren. Also, ja, weiß nicht. Ich bin irgendwie Auto wie besser. Weiß nicht. Aber nur weil halt damals in Mario Kart 8 gesagt worden ist, ja, auf geraden Schnellen sind sie schneller. Ja, aber es ist halt mal ausbalanciert, das Ganze. Also, es ist egal, was man benutzt. Ne? Es kommt ja auch nochmal auf das Itemglück drauf an. Und ja. So ist es nun mal. So, ein Superhorn. Ja, Mensch. Damit haben wir schon so gut wie gewonnen. Nur noch gut fahren müssen wir. So. Oh, da wären wir fast wieder runtergekommen von der Wand, aber nee, alles gut. Das ist auch cool, dass man hier auch so schräg drauf fahren kann. Das ist schon cool gemacht hier, dieses Anti-Schwerkraft-Gedöns. Auch wenn es bestimmt ist, naja, obwohl es interessant gewesen wäre, unter der Erde sich durchzubuddeln, hätten denn dann die Strecken bitte ausgesehen. Vor allem, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, wäre bestimmt auch gar nicht so ein geiles Feature gewesen. Dass man sich jetzt auch noch mit dem Bohrer unter die Erde kommt. Aber ja, Nintendo hat bestimmt auch was Cooles rausgezaubert. Vielleicht bei Mario Kart 9. Oder müsste ja dann wieder ein 3DS oder halt von Handhelden, denke ich mal, wieder sein. Ne? Ja. Mal schauen, was da jetzt noch so kommt. Aber mit Mario Kart geht zurzeit Nintendo immer noch eine gute Richtung. Da haben sie noch nicht zu vieles Neues erfunden. Bei Mario Party haben sie es ja leider echt verhauen. 9. Dass sie jetzt alle in einem Boot sitzen. Das hat nichts mehr mit Mario Party zu tun. Vor allem Minispiele kommen jetzt irgendwie noch so komisch und. Ach, schade. Haben die so verhauen, leider, Mario Party-Serie. Aber Mario Kart gehen sie bisher immer noch die gute Richtung. Und das freut mich. So, da kommt auch noch ein paar Steilpanzer. Tschüss und erster. Wunderbar. Geschafft. Tja, damit. Ach ja, 57 Punkte. Wir waren ja irgendwo zwei, da weiß man nicht mehr. Wo? Ach ja. Zuckersüßer Kenny. Naja. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Das war der Pilzcup in Spiegelmodus. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit dem Blumencup im Spiegelmodus. Hier sehen wir nochmal die Highlights, wie wir Toad überholt haben. Und ein Superhorn hatten. Na, das heißt nochmal das Ende, wäre cool. Das war nicht das Beste. Und glaubt nicht. Glaubt nicht so wirklich. Ja, ich glaube, wenn wir den jetzt noch ein bisschen weiter folgen, ja, jetzt kommt vielleicht das Ende. Wunderbar. Dann sieht man schon den Downstellpanzer. Und. Bumm. Ziel. Cool. Zielkamera ist auch cool, dass es die gibt. Naja. Statt Zielkamera. Gut, Leute, dann war es das hier von dem Pilzcup. Wir sind dann beim nächsten Mal wieder mit dem Blumencup im Spielmodus. Und bis dann. Sei schau, ein Yoshi. Tendo.